aus Hilbertstein, aus dem Landkreis hier spielt. So wie das früher angefangen hat, mit den Frischbrüdern, mit Rainer Schreider, mit Felix Windhammer, irgendwann mit Florian Zeitz. Aktuell haben wir niemand Eigenes in den Reihen, sondern haben über Jahre das jetzt aufgebaut. Und von daher gehen wir in die nächste Saison an Nummer 5 mit dem Matthias Danzer, DDDB Jugendnationalspieler U17. Der Matthias, oder bei allen bekannt als Matze, hat ja auch diese Saison schon Einsätze bekommen und hat in der Rückrunde dann gleich mal im ersten Spiel in Köln gespielt und gewonnen und da den Neuzugang aus Passau gleich mal in die Schranken verwiesen. Also er hat sich da auch in der Liga schon bewiesen und auch im Pokal, aber generell wird der Matze in der zweiten ein Einspielen und dann in der ersten zur Verfügung stehen, wenn da einer ausfällt und natürlich werden wir die Möglichkeit haben, ihn einzusetzen. So, dann die Nummer 4. Die Nummer 4 ist das, was heute die Nummer 5 war. Ja? Der Hannes, 19, Jugendnationalspieler, hat jetzt nicht das optimale Wochenende gehabt, ja? Hat jetzt das Spiel aber gedreht, hat aber in der Regionalliga bis gestern 25:5 gehabt. Das war der überragende Spieler, hat alle ausländischen Spitzenspieler hinter sich gelassen. Gestern lief nicht ganz so. Jetzt hat er aber heute mal wieder gezeigt, dass man doch zurückkommen kann. In der Vorrunde war auch 0-2 hinten, hat 2-2 ausgeglichen, war 8-4 oder 8-6 vorne und hat das Spiel verloren. Jetzt hat er wieder heute im 5. gewonnen, zeigt, er kommt an und deshalb machen wir es ja auch. Und der Hannes spielt nächste Saison an Nummer 4 fest in der 2. Bundesliga. Nummer 4, der Hermann Jüber. Hilbertstein ist ja sein Lieblingsverein, betont ihn immer wieder, hat auch, wenn wir öffentliche Auftritte hatten bei der Saisonvorstellung, super Eindruck hinterlassen. Wir sind extrem froh, dass Hermann da ist, ja, ich kann vielleicht fast sagen, da war, aber momentan noch da ist. Hermann hat auch die großartige Einstellung, dass er sagt, wir müssen den nächsten Schritt machen mit dem Hannes, ja. Der ist einfach so weit, er muss jetzt spielen und da drehe ich zurück. Durch das, dass die zweite aber nicht in die dritte Bundesliga aufgestiegen ist, da wäre der Hermann uns definitiv erhalten geblieben. Ist er jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, was er macht, aber von daher, Hermann, war großartig, auch dass du sagst, es ist dein Lieblingsverein und selbst wenn es jetzt vielleicht nicht klappt, vielleicht sehen wir uns wieder dann in der zweiten Mannschaft in der dritten Bundesliga. Vielen herzlichen Dank und es war viel offen, deshalb haben wir jetzt auch keine offizielle Verabschiedung momentan. Denn noch bist du ja Gott sei Dank in Hilf. Jetzt war es der Hannes. Und wenn ihr den Andi beobachtet habt, wie der den Hannes angefeuert hat, und obwohl er seinen eigenen Sieg nicht mehr zählt, das ist unfassbar, das ist Wahnsinn, ja? Und das ist ein Teamgeist, und allein das Teamgeist. Ja.
habe jetzt auch noch ein Trikot für seine Tochter bekommen, von Laura Maite, ein TV-Hip-Trikot. Und bei Piotr habe ich ja schon im letzten Spiel gesehen, wie der nach einem Jahr an Hip hängt. Ja, ist 24, 30 Stunden unterwegs in der jetzigen schweren Zeit, um wirklich hierher zu kommen und zu spielen. Und er ist ja, ich sage ja, ein Kampfschwein. Ja? Der hängt sich ja rein. Das ist Wahnsinn. Und auch Piotr bleibt uns für die nächste Saison erhalten. Wir haben heute gesehen, er ist auch in der Lage, vorne zu spielen. Alles Gute euch und hoffentlich allerspätestens im September wieder.